auch mit die Maus raus. Und diesmal dreht sich so ein Video, wo ich einfach sage, das ist ein Herzenswunsch-Video. Es ist ein persönliches Video, finde ich, auch weil es ein bisschen das widerspiegelt, was ich bin oder wie ich mein Leben verbracht habe. Und das war eben sehr, 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 sehr viel Zeit in Dänemark. Und deswegen habe ich, wie ihr es in der Überschrift schon lesen konntet, im Dänemark-Shop bestellt. Das kann ich erzählen, ich möchte nicht zu sehr ins Private gehen, aber meine ganze Vergangenheit, meine ganze Kindheit habe ich sehr viel in Dänemark verbracht, in speziellen Orten, wo ich auch bis heute mit meinem Sohn hinfahre und auch mit meinem Mann. Wir unternehmen ähnliche Sachen, wie wir früher, als ich da war, auch waren, die gleichen Restaurants heute noch und so. Und Dänemark ist tatsächlich für mich ein Stück weit Heimat. Wenn ich nach Dänemark fahre in den Urlaub und wir fahren da die Straße entlang, die zu meinem Dörfchen in Dänemark führt, dann ist das für mich wie nach Hause kommen. Es ist wirklich so gefühlt, das ist es. Das ist dieses, wo ihr geerdet werdet, also wo ihr zurück zu den Basics geht und wo ihr euch wohlfühlt. Und das genau fühle ich. Ich möchte nicht sagen, welcher Ort es ist, aber ich weise einfach darauf hin, dass das dieses Land, diese Kultur, diese Sprache und alles, ich kann sie nicht, aber es ist das, was ich liebe. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt jetzt mal mit dem Video durch. Ich zeige euch, was ich gekauft habe. Es ist nur wenig, wirklich. Das ist zwar mega groß, das Paket, aber irgendwie ist da kaum was drin. Okay, als erstes habt ihr ein bisschen zerknittertes Platzdeckchen, sage ich mal. Das ist normalerweise tatsächlich immer wunderschön und gerade aber jetzt bei dem Video ist das natürlich durch den Versand geknittert. Warum auch nicht? Und dann kommen wir mal zu dem ersten Produkt und ich muss sagen, das ist im Moment unser Favorit. Das haben wir dieses Jahr für uns entdeckt und zwar ist das ein Kirschlikör. Den haben wir auch in doppelter Ausführung gekauft, weil es so schön ist. Und zwar habe ich das bestellt beim vorletzten Bestellung habe ich so genau den hier bestellt. Und der schmeckt so ein bisschen nach Kirsche und nach Marzipan. Und ich zeige das so meinem Mann und sage so, guck mal, was ich gekauft habe. Und er so, ja gut, Likör mag ich nicht, ne? Und ich so, ja, muss mal probieren. Ist total lecker, ist aus Dänemark und ich wusste auch, dass das lecker ist und so. Und er so, ja, weiß nicht, ne? 2 Monate später, der sieht die Flasche, was ist das? Ich sage, ja, das ist doch der aus Dänemark, das habe ich dir doch erzählt, lass mal probieren. Und seitdem trinken wir immer, wenn wir so ein bisschen Lust drauf haben, diesen Likör. Wir hatten zum Beispiel letztlich auch den Geburtstag, da haben wir das dann auch mit unserer Familie geteilt und mit unseren Freunden und wir sind totaler Fan von diesem Kirschlikör, wobei den wir auf der Feier hatten, war ein anderer, der war noch ein Ticken süßer, das schmeckt nicht ganz so. Der ist noch ein klein bisschen herber vom Geschmack, also nicht ganz so extrem süß. Das nächste, was wir haben, und dann reden wir wirklich von meiner Vergangenheit. Wie ich Kind war, sind wir immer in diese Hotdog-Wagens in Dänemark gefahren. Also das ist dann so ein Wagen, wie so ein Burgerwagen, sage ich mal, nur mit Hotdogs. Und da hatten die immer diese Hotdogs mit genau diesem Würstchen. Und zwar sind das nämlich die roten Pölser. Tatsächlich ist dann nicht wie bei uns diese braune Umrandung, sondern rot. Und es ist auch geschmacklich ganz anders als unseres. Ist wirklich richtig lecker. Also wir lieben es. Und mein Mann hat beim ersten Mal oder zweiten Mal, wo er probiert hat, hat er gesagt, mache ich nicht. Heute liebt er es genauso wie ich. Und da sind immer 8 Stück drin. Kosten, glaube ich, um die 4,50 oder so 8 Stück. Das Problem ist, dass man hier diese Verpackung noch mitbezahlen muss. Das sind dann nochmal 5 Euro on top drauf und 5 Euro Lieferkosten ungefähr, Pi mal Daumen. Normalerweise kaufe ich mehr gekühlte Ware, aber da wir erst Sommerferien in Dänemark waren, haben wir nicht im Moment den Bedarf, unglaublich viel davon haben zu wollen, also Produkte. Aber sowas wie die Hotdogbrötchen, Würstchen, die gehen einfach immer, die sind so unfassbar lecker. Und normalerweise habe ich da immer 2 Packungen von. Aber da mein Sohn, der Große, ja inzwischen so ein bisschen auf Vegetarier umgestiegen ist, kann ich das nicht machen. Also bei 2 Packungen bis Weihnachten, die kriegen wir never ever auf. Die heißen sich jetzt bis zum 16.12., also gut 2 bis 3 Wochen. Kann man nicht sagen, man muss ja immer überlegen, das wurde ja auch noch verwendet und so, ne? So, dann kommen wir zu der nächsten Sache und die ist so verpackt. Und da reden wir mal wieder von Alkohol.
Und das ist dieses hier. Und zwar ist das von Tuborg einmal ein Weihnachtsbier, nennt sich das. Das ist tatsächlich so eine Sache. Gibt es jedes Jahr Weihnachtsbier von Tuborg und das ist so der Klassiker. Ich glaube, ich habe es niemals gekauft. Ich glaube, in all den Jahren habe ich es auch nie getrunken. Ich weiß noch nicht mal, ob es schmeckt. Und trotzdem habe ich davon unfassbare 6 Döschen gekauft, weil wir sind 3 Erwachsene. Also ich, mein Mann und mein großer Sohn, der ja schon erwachsen ist. Da habe ich gedacht, ist auf jeden Fall extrem geil, probiere ich dieses Mal. Ja, ob ich das jetzt genau auf Weihnachten probiere, glaube ich nicht, weil da gibt es dann bei uns Wein und so. Aber ich fand das ganz niedlich. Was ihr auch immer dabei habt, ist so ein Dänemark-Flyer. Ich finde das eigentlich ganz süß, weil wenn ich das hier sehe, vermisse ich immer Dänemark. Es ist so unfassbar, wie sehr doch, sobald der Urlaub vorbei ist, man den nächsten Urlaub herbeisehen. Wir waren jetzt 4 Jahre in Folge in Dänemark. Ich weiß nicht, ob wir nächstes Jahr wieder dahin fahren, aber man ist dann hier und man wünscht sich einfach in dieses Dörfchen zurück, in die Ruhe, in die Stille, in die, ja, auch für meinen großen Sohn, also für meinen kleineren, nicht mein großer, mein kleiner kommt immer mit. Der geht zum Beispiel jedes Jahr mit uns ins Legoland, weil Legoland Billund ist das ja, das ist der Original, der erste, das ist der erste Legoland-Park, den es überhaupt gab und da war ich schon als Kind in diesem Legoland. Mega, mega cool. Und was ich natürlich mir auch gekauft habe, und das fand ich mega süß, das ist vom Blåvand, also aus Blåvand, das ist ein Dörfchen in Dänemark, relativ weit unten am Ringkøbing-Fjord, glaube ich. Und zwar sind das einfach so Weihnachtskarten. Und ich habe gedacht, die waren nicht teuer, 80 Cent haben die gekostet. Fand ich mega Aktion, direkt mal mitgenommen. Und wenn ihr in Dänemark einkaufen geht, die sind so unfassbar teuer, ne? Also wenn ihr hier bei Aldi, Real, Edeka sagt, boah, wie teuer war der Einkauf, in Dänemark ist der noch bei weitem teurer. Ganz ehrlich, der Einkaufswagen ist noch nicht mal halb voll und ihr seid 80 Euro los. Und Alkohol kostet da extrem viel. Da braucht ihr gar nicht, ihr nehmt am besten aus Deutschland Alkohol mit, wenn ihr Alkohol braucht. Dann habe ich das für mich entdeckt, wie ich mal in Dänemark war. Und zwar sind das die Goldbarren von Toms. Und das ist richtig, richtig lecker. Das sind nämlich so feine Mandeln mit Schokolade umhüllt und dann wie so eine kleine, wie so ein kleiner M&M drumherum. Also so eine kleine knackige Kruste drumherum. Richtig, richtig lecker. Habe ich 2 Stück gekauft, weil die waren, glaube ich, für 88 Cent im Angebot. Fand ich richtig geil. Gut, das nächste, was wir haben, das ist jetzt einmal dieses hier. Und das ist ein dekorativer Schlitten. Und da denkt ihr euch sicher, warum kauft ihr denn bitte so einen Schlitten? Das liegt daran, dass ich eben in Dänemark jetzt in dem Shop das hier für mich entdeckt habe. Ich hoffe, das sieht man so. Und zwar ist das, ja, da ist jetzt ein Kind drauf abgebildet, ne? Das freut sich eben darüber, dass diese Dekoration da hängt. Aber tatsächlich ist das Dekoration für Erwachsene. Und zwar ist das so eine Türe. Was macht man mit der Türe? Die hängt ja im Prinzip, wenn ihr eine Stufe habt oder eine Wand habt, ganz, ganz unten auf. Und dann ist das wie so eine kleine Feentür, Elfentür, Wichteltür, ein Helferleintürchen für Weihnachten. Und das macht einfach so eine kreative Art aus. Also ich finde das so süß und das mache ich tatsächlich bei mir dann auch an die Wand dran. Das gab es vor letztes Jahr bei der Firma Teddy oder Kick, glaube ich. War nicht teuer, da kostete das, glaube ich, 3 Euro. Und das Set hat aber jetzt, glaube ich, 11, 12, 13 Euro. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich kann es euch gerne verlinken in der Infobox. Und das ist aber eben typisch dänischer Style mit diesem Rot, mit diesem Dunkelbraun. Das ist, macht schon für mich anderes her. Dazu gab es in diesem Set noch eine Leiter. Das ist eben hier die Elfenleiter. Die kann dann da so quasi hochkrabbeln. Das stellt man so ein bisschen schräger als auf dem Bild. Da ist es ein bisschen unpraktisch, sag ich mal, angebracht worden. Und zwar muss das ein bisschen tiefer, und zwar bis zu der Kante, und dann muss das schräg gestellt werden. Davor ist eine Fußmatte mit Goodyear. Dann haben wir dabei noch, ich mag es einfach, ich liebe so, ich glaube, ich liebe kitschige Deko. Nein, ich finde es nicht Deko, ich finde es kreativ. Dazu gab es dann noch die kleinen Schüchen, und zwar sind das hier Clocks.
Klöcks sind, die gibt es auch in den Niederlanden. Das sind diese, die sind voll laut, wenn ihr die Schuhe in der Wohnung tragt, Klöcks. Und das sind so typische dänische Schuhe. Die hatte ich früher auch immer, wenn ich in Dänemark war. Dann gab es hier noch so ein Pöttchen Milchreis. Das ist für die kleinen Wichte zum Essen. Und natürlich noch der absolut typische Standardbriefkasten in Dänemark, früher zumindest. Heute ist es wahrscheinlich ein bisschen anders. Ist ja auch alles ein bisschen moderner geworden. Wobei, wenn ich in meinem Dörfchen bin in Dänemark, bleibt für mich die Zeit stehen. Es ist noch genauso wie früher, wenn ich da hingefahren bin. Natürlich verändern sich ein klein bisschen die Sachen, aber nicht so, dass ich sage, das ist so krass, das erkenne ich gar nicht mehr wieder, das Dörfchen. Gut, und dann haben wir hier noch, das hatte ich jetzt dazu gekauft, das war on top. Also die Tür war als Set und das könnt ihr eben hier so als Zaun noch als Dekoration direkt daneben hängen. Fand ich eigentlich ganz süß. Und das gab es eben bei Kikkidi nicht, dieses Zubehör. Und das hat mich einfach gelockt, dieses Zubehör noch zu kaufen und das mit dem Ganzen zu kombinieren. Auch gab es dann nochmal so eine kleine dekorative Girlande. Da könnt ihr im Prinzip auch so eine kleine Lichterkette drumherum machen. Und dann lasst ihr die einfach hier oben dran vorbeigehen. So, was gab es dann noch? Ja. Und dann gab es dann noch, ja, Moment. Und das fand ich so zuckersüß. Das spielt eben alles auf diese wichtige Geschichte und auf diese Elfenhelferlein für Weihnachten spielt das einfach alles so ein klein bisschen mit zusammen, dass man das dann eben auch dekoriert. Es ist jetzt nur ein Beispiel, was es in dem Shop gibt. Das heißt längst nicht, dass man sich das kaufen muss oder so. Aber ich fand es mal was anderes als diese typische, ich sag mal, Sachen, die ich hier kriege. Und ich fand es einfach auch niedlich. Und wenn Sachen niedlich sind, dann kaufe ich sie einfach. Und das ist eben auch so ein bisschen meine Art. Ob meine Wohnung dementsprechend niedlich aussieht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und das waren so die Sachen, die dabei sind. Wie gesagt, ich habe hier noch mehr von diesen Bieren rumliegen. Diese typisch dänischen Biere. Aber da ging es mir einfach nicht drum. Ich wollte einfach mal einen Blick reinmachen, was kann man in diesem Dänemark-Shop kaufen. Gerade auch wenn es sowas wie Dekoration dabei gibt, bin ich voll Fan. Ihr könnt viele Produkte aus Dänemark hier zum Beispiel in Deutschland kaufen. Ich habe es mal aus dem Kühlschrank genommen. Und zwar von Frade Gamle Fabrik ist das. Das ist einmal die Boysenbär-Marmelade. Das ist eine Blaubeer, nicht eine Brombeermarmelade. Und sowas kriegt ihr auch hier handelsüblich bei Real, Edeka, Netto manchmal, je nachdem welcher Shop das ist. Und aber sowas wie eben hier diese roten Pölser und allein dafür zahle ich tatsächlich das Geld plus Versand und nicht versandkostenfrei, gibt es da gar nicht erst, glaube ich. Aber ich liebe es einfach so und ich bin ein totaler Fan davon und ich wollte euch vielleicht ein Stück Einblick darin geben, wo mein Herz für schlägt und das ist tatsächlich für Dänemark. Ich habe als Alternative noch, nicht heute, nicht morgen, ich weiß nicht, wann es hier ankommt, ich habe noch was bestellt bei einer anderen sehr geilen Firma, die ich sehr, sehr liebe, auch Lebensmittel und das werde ich euch auch demnächst zeigen. Ich hoffe, ihr seid gespannt drauf. Dann kommt natürlich noch ein Sensi-Video. Ich überschlag mich eben mit Videos. Ich habe so viele Ideen, so viele Sachen, die ich noch zeigen will, irgendwie noch vor Jahresende und deswegen, ich bin so motiviert, noch so viel zu zeigen. Ich habe noch sowas, was ich in Lego-Sinne zeigen wollte. Ich habe noch Disney Store offen, was ich euch zeigen will. Das sind so viele Sachen, aber ich kann, das muss auch alles immer irgendwie abgedreht werden und deswegen sage ich mal, das war's von mir erstmal. Ihr seht, ich ist gerade nicht mit der Yvonne holt die Maske raus, Kulisse, weil ich glaube, dass das hier farblich ein bisschen schöner jetzt war. Okay, das war's von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Ich habe wirklich Bock drauf gehabt und ich hoffe, es kommt genauso rüber. Ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.